Gratulation, Auswärtssieg, ganz wichtiges Spiel. Wie war es noch heute für dich? War es schlimmer als sonst, wenn du auf der Bank sitzt? Vielen Dank, ja. Also es war ganz schlimm. Also eigentlich gedacht, dass ich mich da raufstelle, genieße das Spiel und lasse meine Co-Trainer arbeiten. Ist mir nicht ganz gelungen, war einfach mit Fieber, weil ganz schwieriges Spiel. Wir sind schlecht in das Spiel gekommen. Dummes Tor bekommen durch ein unnötiges Foul und dann eine Standardsituation, wo wir nicht nah genug dran sind. Aber die Jungs haben nie die Nerven verloren. Wir haben dann gut gewechselt und Gott sei Dank haben die Jungs immer an sich geglaubt. Und ja, es ist schon was Besonderes. Ganz herzlich möchte ich mich bedanken bei den Fans. Es war unglaublich, wie uns die heute wieder getragen haben. Und ohne unseren Fans wären wir heute nicht in der Meistergruppe. Das traue ich mir ja so sagen. Ein sehr gescheiter Mann hat letzte Woche bei uns gesagt, der Grüne ist ein Spieler, der weiß, wie man Entscheidungsspiele spielt. War heute wieder so, gell? Hat er heute wieder bewiesen, aber ja, ist nichts Neues. Ich kenne ihn gut, ich weiß, was für Qualitäten der hat. Ich weiß, dass er Verantwortung übernimmt, auch in schwierigen Situationen, dass er Bälle spielt, die nicht immer kommen, dann gelingt ihm vieles nicht. Da sehen dann viele Leute Dinge. Er ist halt kein Alibi-Fußballer und deswegen macht es mir wirklich Freude, mit ihm zu arbeiten. Also, Führungsspieler, so wie wir es einige haben, die unsere Mannschaft unterstützen. Die jungen Spieler können sie richtig gut entwickeln. Und ja, ich weiß, was ich an ihm habe und es freut mich für ihn besonders. Um den Grünen und den Sutti herum hast du eine sehr, sehr junge Truppe. War das in gewisser Weise heute eine Reifeprüfung für die Truppe? Ja klar, also man hat heute ganz klar erkannt, dass der Druck doch ziemlich groß war, weil man knapp davor gestanden ist, das große Ziel zu erreichen. Die Admira hat es uns nicht leicht gemacht. Das war ein ganz, ganz schwieriges Spiel, aber so wie ich schon gesagt habe, wie der eine oder andere auftritt, der Glaube innerhalb der Mannschaft ist riesig, der Glaube in die Gruppe, das ganze Team und ja, einfach nur gut, was die Mannschaft da heute wieder abgeliefert hat. Noch gut zu wissen, wenn man auch trotz einiger Ausfälle dann noch Qualität von der Bank bringen kann. Ja, auf jeden Fall. Also ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich mich umgedreht und wusste nicht, wen ich einwechseln soll. Jetzt ist die Situation eine andere und es wird in den nächsten Wochen noch schwieriger für einige in die erste Mannschaft zu kommen oder in den Kader zu kommen. Und das fördert natürlich die Qualität, die Trainingsqualität, die Intensität und da kann sich keiner hängen lassen. Und das machen die Jungs sowieso nicht, aber schon richtig gut, wenn man jetzt die Zeit zurückdenkt, wie wir uns entwickelt haben von einem Krisenclub zu einem Club, wo die Leute wieder gerne ins Stadion kommen, wo sie uns anfeuern, wo Emotionen da sind und wo wirklich guter Fußball gespielt werden. Und das ist das, was uns stolz macht, das ist das, was wir weiterentwickeln wollen und das haben die Jungs wirklich gut gemacht. Wie hast denn du diese Achterbahn der Gefühle da heute erlebt? Also zwischendurch wart ihr mal Siebter, jetzt am Ende nach Schlusspfiff seid ihr Vierter. Wie viel bist du gealtert heute? Ja, gealtert weiß ich nicht, aber es war natürlich keine schöne Situation für mich, da oben zu stehen. Ich habe natürlich immer gewusst, wie es steht. Aber ich habe auch nicht daran gezweifelt, dass die Mannschaft in der Lage ist, das Spiel zu drehen. Und wir wussten natürlich, wenn wir unseren Punkt machen, wenn wir das Spiel drehen und gewinnen, dann sind wir in der Meistergruppe. Und deswegen, ja, ganz schwierige Situation. Muss ich nicht wieder haben, sage ich ganz ehrlich, weil ich doch mitleben will und weil ich in Kontakt zu den Spielern versucht habe ich es ja von oben auch. Aber das eine oder andere Mal hat man mich, glaube ich, gehört. Aber ja, vollstes Vertrauen in mein Trainerteam, vom Athletiktrainer, Videoanalysten, meine zwei Co-Trainer, Dormann-Trainer, der großartige Leistung bringt und die ganze Staff rundherum. Also das macht schon richtig Spaß und da hat sich was entwickelt. Auch schön, wenn man mal über der Gelegenheit Danke an das gesamte Team hinterm Team auch sagen kann. Jetzt seid ihr Vierter, zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder in der Meistergruppe mit dabei. Was geht denn mit der Truppe jetzt noch? Habt ihr euch Ziele gesteckt irgendwie oder habt ihr jetzt einmal dieses Spiel passieren lassen und unterhaltet euch dann in den nächsten Tagen? Ja, es ist so, wie ich gesagt habe, wir waren total fokussiert auf Admira, auf dieses Endspiel. Natürlich werden wir das jetzt einmal 1-2 Tage genießen. Danach werden wir uns zusammensetzen, ein klares Ziel formulieren in der Mannschaft, im Verein. Und dann werden wir versuchen, das umzusetzen. Aber jetzt ist es einmal so, dass wir uns auf 10 schöne Spiele freuen. Und ich glaube, wenn wir uns so präsentieren wie die letzten 4 Spiele, dann werden wir da auch eine gute Rolle spielen.